Guten Morgen. Gut, was wollte ich jetzt mit dem... Oh, cool. Ein Blast-Resistant ME-Drive. Nee, also ich wollte jetzt erstmal den Robot bauen. Das Zeug braucht auch Refined Obsidian. Okay. Und die Dinger... Uiuiui. Okay, also es wird ein bisschen teurer. Vor allem was Eisen angeht. Ach ja, da brauchen wir ja noch eine Maschine. Osmium Kompressor, war es der? I used to compress invariant dust in order to create the ingot counterparts. Combiner. Okay, ich glaube es war der hier. Schauen wir mal nach. Osmium Kompressor, genau. Das heißt, wir brauchen Advanced Circuits, Enriched Alloys, Steel Casing, Stahl hatten wir doch irgendwo gefunden. Gut. Findet das auch gleich Verwendung. Gut, gut. Die hatten wir hier. Und dann holen wir noch ein bisschen mehr Eisen. Ich glaube, man kann ruhig alles Eisen verschwenden. Also wenn wir jetzt mit allem Eisen überhaupt hinkommen, dann wäre das schon ziemlich gut. Und danach hat man eh genug. So, dann mach mal 10 Stück. Ach, das dauert ja jetzt erstmal. Ach ja. Kann eigentlich auch gleich 20 machen. Ja, und dann sieht man halt hier, hat sich entsprechend stärker gefüllt, ne? Also um das 20-fache halt. 10-fachen. Und das, ja, so viel Redstone haben wir jetzt ja nicht, dass man sich das so erlauben könnte, mit dem Zeug zu asen. Also jetzt nicht nordische Mythologie, sondern Sprichwort. Die Frage ist auch, ob die paar Wasserräder ausreichen werden, um das Ding überhaupt ordentlich zu betreiben. Ansonsten noch ein paar mehr Wasserräder oder mal gucken, was Mechanism hier noch an Energiequellen zu bieten hat. Irgendwo waren hier, glaube ich, noch welche. Und konnte, glaube ich, auch hier mit dem Elektrolyt-Separator halt Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff teilen. Und den Wasserstoff konnte man, meine ich, verbrennen. Und ich glaube, das ist sogar... Ach nee, das wurde, glaube ich, genervt. Ah, schade. Ich meine, das wurde so hingehend genervt, dass man nicht einfach mit dem Wasserstoff dann einen Bonus sozusagen hat, sondern... Ja, man bräuchte dann schon... Ich meine, man konnte daraus noch irgendwelche anderen Flüssigkeiten machen. Brine, Lithium, Heavy Water... Irgendwas kann man daraus noch machen. Irgendwie sind hier auch gar nicht vorhanden. Heat Generator, Solar Generator, Gas Burning Generator, genau das war der. Advanced Solar Generator, cool. Was braucht der? Joa, geht eigentlich. Windturbine. Dürfte eigentlich auch ganz nett sein. Ja, also eigentlich. Wie hoch sind wir denn hier? Na gut. Ganz so hoch natürlich nicht. Die Turbinen sind natürlich jetzt irgendwie in den Bergen geiler. Was macht der Heat Generator? Ja gut, das was man meinen würde. Das, den kann man sogar als erste Energiequelle verwenden, aber... Da ist so ein Wasserrad natürlich um einiges umweltfreundlicher. Und
die Umwelt ist hier ja sowieso schon ziemlich im Arsch. Wie man. Ne? Falsche Karte. Wie kann ich das hier einstellen? So. Wie man hier sieht. Und hier ist auch noch was. Aber es scheint sich nicht auszubreiten. Was immerhin dann schon mal von Vorteil ist. Gut, dann hätten wir das. Ah, dann machen wir nochmal 20 von den Schaltkreisen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ach ja, derweilen kann ich ja schon mal ein paar Diamanten nehmen. Machen wir mal 5. Und die auch in die Enrichment Chamber packen. Weil von denen haben wir jetzt wirklich nicht so viele. So, und zwar Oxygen Liquid Ethylen. Ethylen, Liquid Ethylen, Ethylen. Okay. Ja, auf jeden Fall das Ethylen wahrscheinlich war es. Konnte man dann auch hier drin verbrennen. Den Shard könnte ich ja schon mal wegpacken. Ich glaube, das mit den Shards ging so auch noch nicht. Oh doch, geht. Warum? Ich glaube, weil ich dort... Ja, da habe ich einen entsprechenden Filter reingepackt. Okay, die sind fertig. Was brauchte ich, um die weiterzubauen? Diamanten, okay. Dann, ach ja, das stellen wir mal aus und machen mal 4 hiervon. Mal ein bisschen die Zeit effizient nutzen, indem man wirklich alle Maschinen verwendet. Gut, das mit Solarenergie wäre ja an sich ganz nett. Die Frage ist, ob das dann wirklich so ordentlich hinhaut. Zur Not läuft dann der Digital Miner halt nur tagsüber. Wäre auch eine Option. Was haben wir denn eigentlich hier gerade gehabt? Wo sind sie hin? Das waren komisch aussehende Blöcke. Hier. Laser. Okay. Das war's für die Zukunft. Na los. Na, dann packen wir hier nochmal 10 Kohle rein. Stahl werden wir ja auch noch brauchen. Ah ja, Chargepad. Damit kann man entweder die Items im Inventar aufladen oder den Robot, glaube ich, auch. Ja, ich glaube auch. Den kann man ja wie so ein Pad verwenden. Das ist dann im Prinzip einfach nur eine hinterherlaufende Kiste. Ich glaube, der kann sich dann allerdings auch zu so einem Chargepad, das man vorher als Zuhause definiert hat, hinporten. Gut, dann brauchen wir ja ein Atomic Alloy. Hierfür brauchen wir ein Basic und 5 Stahl. Dafür brauchen wir brauchen wir hiervon 2, hiervon. Ach ja, die Dinger wollte ich ja noch herstellen. Dafür brauchte ich die hier. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Dann einmal Osmium-Kompressor. Ich brauche noch einen Eimer. Jetzt sollte das aber... Sollte das aber gehen.
Boah, dann packen wir den mal hier hin. Es wird natürlich alles noch umgebaut. Ach, hier ist es ja schon. Na, ist er fertig? Tatsache. So, und einmal. Gut, dann hätten wir das. Irgendwas war noch. Ach ja, ich brauchte Gold. Ach ja, haben wir hier die Tür ordentlich zu. Gut. Einmal Gold. Ein sehr guter Leiter, aber eigentlich, wenn das so ein guter Leiter ist, warum benutzt man ihn für den Energiespeicher? Oh, nicht mehr genug Redstone. Ah, wo war es hier? Okay. Ja, wie gesagt, die Maus. Wenn da jemand eine gute Maus kennt, für, ja, also nicht allzu viel Geld, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Okay, und ansonsten die hier und so weiter, dafür brauche ich halt Stahl. Joa, da gucken wir mal. Da ist gerade nichts am Gange. Brauche ich davon denn noch was? Nein. Nur er hier muss noch machen. Hier kann ich ja schon mal hier unten ein bisschen Osmium reinpacken. Sehr schön. Hiervon brauchte ich zwei. Braucht es überhaupt hier mit zwei? Ah, ich glaube schon.